Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Ausgabe von Auf die Überholspur, dem Fragenblock der Fahrschule Alpenland. Und der Kevin hat uns heute eine Frage geschickt, nämlich: Wie schaut das aus mit dem Vorbeifahren bei Linienbussen, die in einer Haltestelle stehen? Darf man das oder darf man das nicht? Das schauen wir uns heute an. Ja, Linienbusse, die in einer Haltestelle stehen, das ist für unsere Fahrschülerinnen und Fahrschüler immer wieder eine Herausforderung bei der praktischen Prüfung. Nämlich die Frage, soll man jetzt vorbeifahren, soll man hinten warten? Das ist oft wirklich sehr, sehr schwierig. Grundsätzlich heißt es einmal, wenn ein Bus in einer Haltestelle steht, dann darf man natürlich auch vorbeifahren. Allerdings muss man den Mindestabstand einhalten. Denn das Gefährliche beim Vorbeifahren an einem Bus ist es, wenn vorne dann irgendwelche Menschen vielleicht drüber gehen. Dass man die also rechtzeitig sieht, muss sie also genügend Abstand einhalten. Der Mindestabstand in Österreich bei Vorbeifahren an Bussen ist 1,5 Meter im Ortsgebiet. Die Frage ist dann, soll ich denn vorbeifahren an einem Bus? Ist das überhaupt notwendig? Naja, wenn der Bus in einer Busbucht drinnen steht, also in einer Haltestelle, wo er also wirklich von der Fahrbahn weg ist, dann kann man das durchaus machen. Wenn der Bus auf der Fahrbahn steht, dann ist die Empfehlung eher, dass man dahinter wartet, bis der Bus wieder weiterfährt. Außer man sieht, dass weit und breit kein anderes Fahrzeug ist, dann kann man natürlich vorbeifahren. Aber wenn du hinten bleibst, ist das bei der Prüfung mit Sicherheit kein Problem. Wenn ich jetzt vorbeifahre an einem Bus, der in einer Haltestelle steht, dann muss man etliche Sachen beachten. Ich muss mich natürlich einmal zuerst überzeugen, dass hinter mir nicht ein anderes Fahrzeug nach vorne fährt. Also ich muss diesen 3S-Blick machen. Dann natürlich beachten, dass kein Gegenverkehr kommt. Das ist irgendwie logisch. Und dann eben, wie gesagt, genug Abstand halten, falls vorne beim Bus Personen vorbeigehen. Der Blick sollte unter dem Bus reingehen. Man sieht oft unter dem Bus durch, ob irgendwelche Füße dort zu sehen sind. Das heißt, Menschen wollen vielleicht drüber gehen, dass man dann also noch rechtzeitig stehen bleibt. Was man natürlich noch machen soll, ist, dass man diese Blinker vom Bus beobachtet, weil du weißt ja, Linienbusse, die aus einer Haltestelle wegfahren, haben im Ortsgebiet Vorrang. Das heißt, der Busfahrer könnte einfach losfahren, bräuchte auf gar nichts schauen, sondern fährt einfach los. Und er hätte damit auch recht. Die Busfahrer werden natürlich auch einmal in den Spiegel schauen, ob sie niemanden behindern oder gefährden. Aber im Prinzip hätte der Busfahrer natürlich die Vorfahrt. Wir haben bei uns in Klagenfurt, das ist in jeder Ortschaft natürlich anders, ein paar ganz blöde Bushaltestellen. Nämlich wo zum Beispiel vor dem Bus, der in einer Haltestelle steht, ein Schutzweg ist. In diesem Fall geben wir die Empfehlung ab, bitte auf keinen Fall bei dem Bus vorbeifahren. Vor allem nicht bei einer praktischen Führerscheinprüfung. Da ist am besten, du wartest hinten, da kann überhaupt nichts passieren. Wenn man vorbeifährt, könnte es sein, dass vorne schon Menschen drüber gehen, die durch den Bus verdeckt werden. Und dann müsste ich natürlich jetzt auf der zweiten Spur stehen bleiben, was natürlich ein Horror ist. Außerhalb des Ortsgebiets müssen Busse warten, wenn sie aus der Haltestelle wegfahren. Also da haben sie kein Vorfahrtsrecht. Es wäre ja blöd, wenn man mit 100 km/h irgendwo auf der Freilandstraße bei einem Bus vorbeifährt, der in einer Busbucht steht und der würde blinken fahren und müsste eine Vollbremsung einlegen. Was man natürlich beachten soll, also mit 100 km/h sollte man vielleicht nicht beim Bus vorbeifahren, und wenn man auf einer Freilandstraße bei einem Bus vorbeifährt, dann umso mehr Abstand einhalten, damit man also wirklich Menschen sieht, die vor dem Bus eventuell die Straße überqueren wollen. Grundsätzlich kann man zusammenfassend Folgendes sagen: Wenn du dir hundertprozentig sicher bist, dass es gefahrlos möglich ist, dann kannst du natürlich unter Einhaltung aller Vorschriften bei dem Bus vorbeifahren. Wenn du dir nicht sicher bist, dann darfst du auch hinter dem Bus stehen bleiben. Man muss nicht bei jedem Linienbus vorbeifahren. Du kannst diesen Kanal unterstützen, indem du ein Like da lässt oder den Kanal vielleicht abonnierst. Damit hilfst du uns, mehr Reichweite zu bekommen und diese Informationen weiterzutragen. Wir freuen uns schon auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt Auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.